Vergangene Woche, meine Damen und Herren, hatte Michael Schröder versprochen, besser gesagt angekündigt, nicht nur Charts mit Kaufsignalen mitzubringen, sondern auch das ein oder andere Verkaufssignal. Herr Schröder, der Markt schwächelt ja zurzeit zumindest ein wenig. War es Ihnen da leicht, das ein oder andere Verkaufssignal zu finden? Es war mit Sicherheit leichter als in den letzten Wochen, als DAX und Co. einen Rekordstand nach dem anderen erzielt haben und ja, die Aktienkurse nur nach oben gelaufen sind die letzten Tage. Haben wir natürlich wieder ja, ein paar neue Chartsituationen hervorgerufen. Also sagen wir mal so, es sind ein paar drohende Verkaufssignale mit Sicherheit dabei. Das geht ja schon mal in die angekündigte Richtung. Lufthansa, fangen wir damit an. Da tut man sich sehr schwer, einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden. Das ist eine sehr zähe Angelegenheit. Zäh war die Kursentwicklung im vergangenen Jahr nicht. Jetzt wird es aber auch hier ein bisschen zäh. Ja, man muss mal sehen, hier die Lufthansa-Aktie in den letzten Monaten doch eher seitwärts orientiert. Schickt sich jetzt an, hier, man sieht es hier sehr schön. Ups, da springt der Chart wieder weg, müssen wir einmal zurückgehen. Man sieht es hier also sehr schön, in der letzten Zeit doch ein wenig Dynamik reingekommen. Vom Ausgehen, vom Aufwärtstrend, zwei horizontale Widerstände überwunden. Dabei vor allem beim oberen etwas übers Ziel hinausgeschossen. Man sieht es hier sehr schön. Ausbruch wird derzeit konsolidiert, Bereich 17,20 Euro. Ist jetzt zu erwarten, dass sich die Aktie stabilisiert. Passiert das nicht, wartet die nächste Unterstützung im Bereich um 16 Euro. Wir gehen davon aus, dass sich der Kurs jetzt erstmal in dem Bereich zwischen 16 und 17 Euro ein wenig auspendelt, konsolidiert, um dann mit genügend Schwung neue Höchstkurse zu erreichen. Die würden markiert oberhalb von 18,73 Euro. Das war das bisherige Jahreshoch. Also steigt die Aktie über diese Marke hinaus, kann man natürlich wieder neue Long-Positionen eingehen, aus charttechnischer Sicht. Ansonsten sollte man, wie gesagt, diese beiden Unterstützungszonen hier im Blick behalten. Aber im Moment mittelfristig eher eine Kaufposition, denn ein Verkaufschart. Dann sprechen wir über Adidas. Der Aktionär hatte etwa vor einem halben Jahr getitelt, Adidas tanzt Samba. Jetzt muss man dazu sagen, vorher wird noch ein bisschen in Sochi das Thema Eistanz geübt, mehr oder weniger. Also Olympische Winterspiele und Fußballweltmeisterschaft. Da kann man doch eigentlich als Sportartikelhersteller nichts bis wenig falsch machen. Ein Blick auf den Chart sagt, Sie haben recht. Also man sieht jetzt hier in den letzten 5 Jahren waren noch einige Sportevents dazwischen. Die Aktie vom 20 Euro hat sich jetzt vervielfacht, kratzte jetzt in den letzten Tagen über eine 90 Euro Marke. Für die 100 Euro hat es jetzt nicht gereicht. Und derzeit sieht es auch so, als ob die Luft kurz vor der Zielgerade, also vor der 100 Euro Marke ausgehen würde. Aufwärtstrend verläuft aktuell bei rund 85 Euro, droht jetzt hier zu kippen. Die Aktie droht diesen Aufwärtstrend, diesen langfristigen Aufwärtstrend zu durchbrechen. Weitere erste Unterstützung gibt es dann im Bereich knapp unter der 80-Euro-Marke. Und Sie sehen es hier, die untere Linie im Bereich um 71 Euro. Wir gehen davon aus, dass diese Konsolidierung sich jetzt noch ein wenig ausdehnt, also die 80-Euro-Marke oder eventuell die 71-Euro-Marke angelaufen wird, ehe die Aktie dann wieder genug Kraft gesammelt hat, um die 100-Euro-Marke anzugehen. Also derzeit aus charttechnischer Sicht doch sehr angeschlagen, die Aktie. Also die runden 100 gar nicht so einfach zu überwinden. Wir bleiben im DAX. Die Commerzbank-Aktie haben Sie uns heute mitgebracht. Der hat ja im Prinzip eine Rallye hingelegt, eine Erholungsrallye, die man ihr nicht zugetraut hätte vor nicht allzu langer Zeit. Wie sieht es jetzt aus? Ja, können wir es kurz machen. Sie haben es gesagt, die Aktie hat sich seit dem letzten Sommer den Wert verdoppelt. Für 14 Euro hat es nicht ganz gereicht, jetzt in dem aktuell schwachen Marktumfeld. Und man sieht es hier, der Aufwärtstrend läuft jetzt aktuell im Bereich um 12,20 Euro. Solange der nicht unterschritten wird, ist alles im Lot. Also hier weiterhin Daumen hoch für die Commerzbank-Aktie, für den Chart. Weiterhin Aufwärtstrend intakt. Aufwärtstrend intakt dort. Wir schauen mal in die zweite Börsenreihe beim TecDAX vorbei. Anlagenbauer Dürr wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Ja. Auf lange Sicht im Prinzip läuft sie geschmiert, muss man hier sagen. Aber kurzfristig sieht es nicht mehr ganz so optimal aus. Eigentlich könnten wir die Position wechseln. Sie haben jetzt mit der Frage die Antwort schon vorweggegeben. Langfristig sieht es natürlich wirklich aus, bilderbuchmäßiger Chart. Hier haben wir einmal den mittelfristigen Aufwärtstrend eingezeichnet. Wurde eins, zwei, jetzt das dritte Mal getestet. Nun,
In dem Umfeld wird es natürlich umso schwerer, aber auch wichtiger, dass dieser Aufwärtstrend hält. Ansonsten droht ein Rücksetzer in dem Bereich um 56 Euro. Hält diese Unterstützung nicht, könnte es durchaus bis runter zur 50-Euro-Marke gehen. Derzeit sieht es nicht so aus und die Dürr-Aktie hat halt Kämpferqualitäten gezeigt im letzten Jahr. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Aufwärtstrend hier bei 56 Euro eben nicht unterschritten wird und dass es dann doch wieder in Richtung der 64,80 Euro des Allzeithochs geht. Und wird diese Marke hier, also diese horizontale Widerstandsmarke überwunden, dann mit Sicherheit mit reichlich Dynamik und dann würde es auch schnell in Richtung 70 Euro gehen. Aber hier muss man erstmal für die weitere kurzfristige Entwicklung eben den Aufwärtstrend beachten und ansonsten die weiter nach unten laufenden Unterstützungen. Aber wie gesagt, die Dürr-Aktie hat schon so manches Mal urplötzlich wieder nach oben gedreht. Das heißt, da sollte man noch die ein oder andere Lackieranlage verkaufen und dann wenn wir den letzten Widerstand auch noch rausnehmen. Bei Nordex muss man auch ganz genau die Zeitebenen betrachten. Die stand ja irgendwann bei 35, ist schon ein paar Jahre her. Das letzte Hoch jetzt hier mit 14, 15 ist nicht ganz so lange her, war im November. Jetzt zeigt die rote Linie aber doch abwärts. Ja, wir haben jetzt hier eine Konsolidierung, die sich doch weiter ausdehnt, weiter als man zunächst annehmen konnte. Hier sah es so aus, als ob die alten Hochstände wieder angegriffen werden, aber der kurzfristige Abwärtstrend ist zu stark. Gab es natürlich neben der Charttechnik auch andere Beweggründe, aber wichtig ist jetzt hier die obere grüne Linie, sprich die Unterstützung im Bereich um 9 Euro. Die muss halten, ansonsten droht aus charttechnischer Sicht ein Rutsch bis in den Bereich um 8 Euro. Also bei Nordex ist aus charttechnischer Sicht derzeit sehr angeschlagener Chart, aber wir gehen davon aus, dass der Bereich um 9 Euro sich als stabil erweist und dann die Aktie wieder den kurzfristigen Abwärtstrend in Angriff nimmt, wäre aktuell verläuft er bei 11,66 Euro und wenn genug Kraft da ist, 14,40 Euro, das alte Hoch. Aber das ist im Moment ein wenig in die Ferne gerückt. Wie gesagt, hier muss man jetzt erstmal den Kampf um die 9-Euro-Marke abwarten. Also Signale, die unter Umständen Verkaufssignale werden könnten. Michael Schröder vom Anlegermagazin der Aktien, vielen Dank. Gerne. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.